Captain am Ruder! Noch ein? Ein Rumpflip diesmal. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Ei, wir arbeiten dran. Werte Lady, sagt, wie nennt man euch? Anne, wenn Sie nüchtern sind. Und später Kanaille. Doch niemals Lady. Nun, gütigste Anne, ich... Ein Eimer Scheiße, habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße! Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch. Das ist kein Trick, Wayne. Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. In Ermangelung einer guten Idee tauchen wir besser ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König sauer aufstoßen könnte. Das Sodbrennen des Königs juckt mich nicht den geringsten, Ben. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen. Sieh dich um, Mann. Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik. Unsere Idee. Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Es mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Faulheit, Dummheit.
Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London, oder? Patch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen. Doch an seinem Kern nagt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben. Wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft, aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Mich dünkt, der nächste Doktor sitzt gemütlich in Havanna. Kein Ort, den ich aufsuchen möchte. Die spanische Flotte, die vor 2 Jahren sank, hatte Medizin an Bord. Alles versiegelt in Glasampullen. Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Patch. Einverstanden. Ei, ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Falls ihr ein Herz habt. Denk daran, Thatch. Lass die Kanonen verkauen. Pass auf, Ben! What then will you require? Well done, to my mind. Good day. Might I be of assistance? May fair winds favor you, sir. Thank you.
Easy, man. Are you mad? Captain ist am Ruder. Alle Segel, sie verträgt das. Hoch, Leute, an die Bramsegel. Gut in Sicht, Captain! All round. Hurrah, me boys, we're homeward bound. And
We get home, boys, oh well, we fly round. Goodbye, farewell. Goodbye, farewell. We'll leave up the anchor to this bully sound. Hurrah, me boys, we're homeward bound. We're homeward bound to the old backyard. Goodbye, farewell. Goodbye, farewell. Then heave me, bullies, we're all bound homeward. Hurrah, me boys, we're homeward bound. Now heave with the wheel, boys, oh, heave long and strong. Goodbye, farewell. Goodbye, farewell. Let's sing a good chorus, for tis a good song. Hurrah, me boys, we're homeward bound. We're homeward bound, we'll have yous to know. Goodbye, farewell. Goodbye, farewell. And over the water, take then must go. Hurrah, me boys, we're homeward bound. Yip, yip, and stop. Hol mich der Teufel, Thatch. Das ist ein nettes Schiffchen. 32 Kanonen. Bei 40 habe ich aufgehört zu zählen. Ist die Leiter aufgestiegen? Und? Schon irgendwelche Medizin gefunden? Nein, nicht hier in der Nähe, leider. Doch weiter draußen gibt es Wracks, die bisher von nichts als Krabben und Korallen berührt wurden. Ich sehe sie mir an. Edward? Edward, seid ihr das? Meine Güte, die westindischen Inseln sind ein Dorf. Hallo, Barnett. Welche Überraschung, dich hier zu sehen. Ich traf Mr. Thatch vor einem Monat und er bot mir an, mich unter seine Fittiche zu nehmen. Er sagte, ich müsste mir die Landeischalen abwaschen, um ein Pirat zu werden. Nun, dann viel Glück. Unter Blackbeards Fuchtel wurden schon schlechtere Männer besser. Lasst uns Fahrt aufnehmen! Da ist etwas unter uns, Captain! Segelbergen! Thank you.
Ahoi! Glück gehabt. Nur eine Kiste, versteckt unter einem Schwarm Haie. Leider ist das Elixier darin schon verfault. Verdammte Pest. Cholera. Müssen wir nun Medizin stehlen? Vergiss das Pardon, Thatch. Subtil bleiben. Sagt Hornigold, ein Pirat, der nun zu stolz ist, sich so zu nennen. Ja, er zieht Vorsicht den Kanonen vor. Vorsicht ist nichts ohne Charisma. Denn wenn ein Mann den Narren spielt, wird er nur Narren überzeugen. Aber tritt er auf wie der Teufel, werden sich ihm alle beugen. Und du wärst dann der Teufel? Für das Publikum. Ei. Alles Theater. Gib deiner Beute etwas zu fürchten. Etwas Höllisches. Aus einem Fiebertraum. Dann fallen Männer auf die Knie und winseln ihren Gott um Gnade an. Oh Gott. Sieht gut aus. Klar, du bist das. Solltest du einen leisen Weg kennen, um die Medizin zu kommen, sag es schnell. Ansonsten kümmere ich mich darum. Thank you.
Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Biere freimachen, lasst etwas Segel sehen! Top! Bram! Mach Segel! Wir reißen die Böe! Alle aus der Großberg! Und die Kreuzkopf sind locker trimmen, alle! Was zum Teufel ist hier geschehen? Ein Angriff? Aber von uns. Es war Blackbeard, der zuerst schoss. Er griff eine britische Man-O-War an, der Idiot. Warum in Gottes Namen? Er sucht noch nach Medizin. Er ist durchgedreht, wenn du mich fragst. Ich hole ihn heim. Lass ihn, Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Segel setzen! Bewegung! Alle Segel, Bewegung! Ja. Captain, da hinten ist ein Wrack. Sieht frisch aus. Ich sehe es. Hoffen wir, dass Thatch nicht dasselbe Ende fand. Einhol! Da ist noch so ein Wrack, Captain. Das sieht nicht gut aus. Ei. Schön wachsam da. Dort drüben treibt ein Mann, Sir. Mann, das läuft langsam aus dem Ruder. Ein Dutzend Kisten Medizin sollten doch zu finden sein. Das habe ich nicht gemeint. Sondern Thatch und Hornigold und ihren sinnlosen Kleinkrieg. Merkst du es nicht? Oh doch, ei. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute in Nassau. Nur ist das auch der beste Kurs für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist? Wir sind alles keine Regenten. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht Politik. Fänden wir das Observatorium, hätten wir genug Geld, um ganz England zu kaufen. Dann würden wir über diese Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauern. Das sind große Worte, Captain. Aber segelst du für deine Crew oder für dich selbst? Ich will das Beste für die Männer, Hardy. Wirklich. Aber das schmeckt mir. Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Alles setzen und Schaft zum Wind ausrichten! Steuerbord, Captain. Da treibt etwas Frachtgut, Sir. Thank you.
Sir! Von Steuerbord! Da, eine Kopfsegel reffen! Scheinen näher zu kommen, Captain. Mehr Segel, Männer! Alle Segel setzen, Jungs! Schieß aus sicherer Entfernung mit dem Mörser! Leesegel einholen! Bereit machen für Aufschlag! Die Top- und Darmsegel! Holt! Alles bis aufs Haupt! Leesegel heißen! Los geht's! Let's Top-, Rahm- und Marssegel! Mars- und Top-Segel bergen! Mit Schmackes, Jungs! Ist keine Schikane! Schiffskopf! Waffen raus! Sieht nach einer Fregatte aus! Alle Segel, sie verträgt das! Setzt Haupt! Von Steuerbord! Schiffbrüchiger hier, Sie. Captain! Da baut sich ein Unwetter zusammen! Rick. Wir werden an den Felsen zerschmettert, Sir! Einholen und aufgreifen! Öffnen und trimmen! Alle! Kann nicht mehr weit sein. Schiff verfolgt uns, Sir! Fregatte! Die Farben Englands! Scheint allein zu sein, Sir! Thank you.
Wir sind außer Gefahr, Sir. Ade, sieh da! Das ist sie, Captain, die Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung. Thatch ist unterlegen. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute! Wir segeln in die Hölle! An die Großschote und dicht holen! Alle Segel reffen! Topsegelaufgang! Hauptsegel bergen! Thatch wird überwältigt. Ich gehe an Land. Und ich lasse die Jetbock reißen. In der Salzlake. Hat ich das Bücherlesen auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet, Meister Brunne? Nicht im Geringsten, nein. Eines sicher, man lernt mehr aus Karten als aus Büchern. Vergiss das nicht! Bleib standhaft, Barnett! Die Waffen bereit und den Rücken zur See! Du bist in ein Wespennest getreten, Pat! Im Dienst einer guten Sache! Medizin, meinst du offensichtlich? Ei! Eine Galeone! Wenn wir die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein! Bücherlesen auch auf ein solches Gewimmel vorbereitet, Meister Bonnet? Nicht im Geringsten, nein. Eines ist sicher, man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. Vergiss das nicht. Oh Gott, helf mir, Edward, bitte. Bleib standhaft, Bonnet. Die Waffen bereit und den Rücken zur See. Du bist in ein Wespennest getreten, Pat. Im Dienste einer guten Sache. Medizin, Meister Hoffmann. Eine Galeone! Wenn wir die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein! Viele liegt dir nicht. Oder Thatch? Seine Mutter schafft nun mal keine Legende. Gentlemen, unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Zu meinem Schiff, so schnell es geht! Die entkommt mir nicht wieder. Oh, das ist zu viel. Ich bring dich zurück zur Jackdaw, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Zu Befehl! Hauptsegel setzen! Und nimm Kurs auf das verdammte Schiff! In kürzester Zeit haben wir unsere Medizin.
jeden fetzen Stoff in den Wind. Royal, alle außer Großbergen! Großsegel, los geht's! Segelreffen raus aus der Böe! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Auf sie zu, Kenway! Bereit zum Feuern, Captain! Feindliches Feuer! Schlag eingesteckt! Obacht! Ram- und Marssegel festzurren! Feuer! Kanonen sind bereit! Erwarten Befehle, Captain! Aufgeilen! Nehmt Druck vom Bauch! Wurden getroffen, Sir! Nehmt die Rahen aus dem Wind! Lass sie nicht aus den Augen! Haben uns hart getroffen! Die Hauptsegel in den Wind! Öffnet die Hauptsegel! Kanone bereit! Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Feuer! Halt auf sie zu, Kenway! Schickt sie zur Hölle! Finde den Captain. Beende es. Seht es euch gut an, wenn ich euch Pardon gewähre! Streck, Großmaul! Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston! Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Krempel. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Triff mich in Charlestown. Heute in einem Monat. Und Fahrt aufnehmen! So viel Segel, wie ihr könnt! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Slippery tail.
climbs up aloft and reefs the topsail. And it's windy weather, with stormy weather, when the wind blows you all together. Segel raffen! Einhol! Heyo, Bonnet! Endlich deine eigene Flagge! Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig! Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward! Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir! Möge die See euch gewogen sein! Liebt man euch denn nicht daheim? Wollen euch eure Weiber und Familien und Landsmänner nicht haben? Wie sonst erklärt ihr euch das völlige Desinteresse an eurem Wohlergehen? Geiseln gegen Medizin! War meine einzige Forderung! Und doch. 6 Tage. Gott. Verdammtes Schwein. So muss ich wohl annehmen, dass ihr die Aussätzigen von Charlestown seid, und ich wäre besser beraten, eure Organe als Köder und eure Knochen als Brennstoff zu nutzen. Bei Gott! Das ist meine Zwickmühle. Töte ich euch? Zwinge ich euch in meinen Dienst? Ich treffe diese Entscheidung nicht leichtfertig, doch ohne Reue. Reue, Gott. Was zum Henker machst du, Mann? Ganz Charlestown sieht dieses Schauspiel. Das ist die Idee. Unerreichbar, doch gut zu sehen. Und wo ist die Medizin? Wir schickten Männer an Land, um mit dem Gouverneur zu verhandeln. Das war vor einer Woche. Seitdem kein Mucks. Ich mach das. Gib mir einen Tag. Da vorne bewegt sich was. Sind das Soldaten? Ei, und sie haben es eilig. Ich sage, wir folgen ihnen. Sonst tun sie noch etwas Unvorhergesehenes. Setz halbes Segel. Was denkst du? Blackbeard macht das jetzt seit 8 Tagen. Also kann es gut sein, dass doch schon jemand die Medizin vorbereitet hat. Nur für den Fall. Ah, aber sie halten uns hin und versuchen, den Austausch zu verhindern. Aye. Also suchen wir ihren Sammelpunkt und hoffen das Beste. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Vorsicht, Captain. Wir driften auf einen Wachturm zu. Einholen. Großsegel raffen. Großsegel. Es wäre ein Wunder, wenn du nicht entdeckt wirst. Lichtboot, Fahr zulegen. Da ist noch ein Wachturm. Bleib bei halbem Segel, Captain. Geschwindigkeit ist hier kein Vorteil. Lese ich. Pass auf, die Sandbänke.
Wir kommen nicht unbemerkt vorbei, Captain. Und es gibt keinen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg. Alle halt! Halbes Segel. Lehsegel setzen. Ich sehe sie. Da drüben. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Das Schiff ist für das offene Meer gebaut, nicht für den Bayou. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Alle Segel einholen. Segel setzen. Alle Berg. Setz halbes Segel. Nicht merken, dass wir ihnen folgen. Immer mit der Ruhe, Captain. Einholen. Großsegel retten. Nehmen wir Fahrt auf. Alle Segel einholen. Großsegel setzen. Alle Berg. Halbes Segel. Ich sehe sie. Da drüben. Hoffentlich bleibt dieser Fluss so breit und tief. Dieses Schiff ist für das offene Meer gebaut, nicht für den Bayou. Wenn wir hier auf Grund laufen, kommen wir nie wieder raus. Sie dürfen nicht merken, dass wir ihnen folgen.
Lichtboot. Fahrt zulegen. Immer mit der Ruhe, Captain. Nehmen wir Fahrt auf. Alle Berg. Jetzt halbes Segel. Alle Segel einholen. Großsegel setzen. Alle Berg. Setz halbes Segel. Mehr Segel. Alles, was wir haben. Wie entkommen wir uns, Captain? Dann muss ich eben ohne sie weiter. Ich komme zurück. Mit der Medizin. Aye, Sir. Sicher mit ihm im Bunde. Sei bloß dankbar, dass sein Schiff vor Anker liegt und sich kein Weg mitten nach Charlestown hineinbahnt. Dieses Piratenpack. Jemand muss etwas unternehmen. Am Ende wird man sie alle kriegen. Und zwar jeden einzelnen. Freund. Ich bin in Eile. Die Blockade sollte bald enden. Ich krieg einen Landkoller und dieser Drecksumpf reicht mir nicht. Man sollte meinen, es ging um Gold. Oder rum wenigstens. Um nichts als Medizin, um alle Zipperlein zu kurieren, die bei denen an Bord wühlten. Syphilis und Skorbut, jede Wette. Diese Piratenschiffe sind nichts als verpestete Särge. Bist du das? Ein und derselbe. Dann beeil dich. Du wirst erwartet und du weißt ja wie. Ah! Oh mein Gott! Es hat ihn! Es hat ihn! Ich sag's doch! Bruder! Um Himmels Willen! Bruder! Ich sagte doch, da war was! Hab ich nicht gesagt? Oh Gott! Ich dachte, wir schaffen es.
Entschuldigt bitte, Sir. Es gab einen Unglücksfall. Gefreiter Simon, dieses Krokodil. Unglücksfälle interessieren mich nicht. Was gibt es Neues im Hafen, Soldat? Sprich. Zumindest soweit wir wissen. Vielleicht ist es Zeit aufzugeben? Aufzugeben? Ich bin für das Schicksal dieser Stadt verantwortlich und ich beuge mich nicht den Forderungen eines Piraten, egal wie grausam sein Ruf auch sein mag. Ja, Sir. Solange ich den Lagerschlüssel habe, fasst niemand diese Medizin an. Und wenn Pest und Cholera sie alle dahinraffen... Verfluchter Idiot. Was? Piraten! Ihr Schiff ist hier! Piraten! Zurück! Zurück zum Haus! Go down like a sack of potatoes. There! After them! Hey. 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 Und schlachte diese Teufel! Aha! Blackbeard machte dir das beste Angebot, das je ein Mann von einem Piraten bekam. Du magst ihn dafür verfluchen, doch Medizin war alles, was er wollte. Und nun bekommt er sie. Hättest du doch verhandelt, Freund. Er ist zurück, Captain! Was hast du? Zwei Kisten. Und genug Material, um noch mehr herzustellen. Ah, du hast mitgedacht. Das ist verflucht selten heutzutage. Habt ihr gehört, Mr. Rex? Mein junger Freund kommt mit Geschenken zurück und rettet euch damit den Hals. Wollt ihr ihm nicht danken? Verlassen wir diese Gewässer, Thatch. Der Gouverneur mustert sicher schon neue Soldaten. Na, segel du mal vor. Ich habe noch etwas im Norden zu tun. Du gehst, oder nicht? Gibst du uns auf? Und Nassau? Sieh, mein Freund. Ich bin in meinem vierten Jahrzehnt auf der Erde. Und sollte ich es nicht schaffen, dass mein fünftes eine ruhige und gemütliche Reise wird, klopfe ich lieber an die Tür des Teufels, als mich ein weiteres Jahr Captain zu nennen. Wir sehen uns wieder, Junge. In dieser Welt. Oder dir darunter.
ich bin auf dem Weg nach Hogwarts. Olivier möchte mit uns darüber reden, auf dem Material, das Sie diesen Monat gesammelt haben, einen Trailer zusammenzustellen. Ganz entspannt, ich treffe Sie am Aufzug.